Heute kann ich richtig gut filmen hier. Hallo. Guten Morgen, meine Lieben, und ganz herzlich willkommen aus Montreal mit Niklas und Belinda. Ja, wir gehen jetzt erst frühstücken zu Expectation. Da gehe ich voll gerne hin. Also einmal war ich da erst. Aber das ist voll cool, so amerikanisch Ex-Frühstück. Geil. Ihr seht, es wird schon hell draußen, aber wir waren schon im Sport, fleißig. Und wir können erst, es um 7 öffnet, erst das Expectation, also seit einer Viertelstunde ist offen. Und um 10 Uhr können wir heute erst in den Wildpark, also in das Reservoir gehen. Genau, deswegen haben wir uns ein bisschen Zeit gelassen, waren im Sport. Jetzt sind wir ready für den Tag. So, tadadada, Anwesenheitscheck, wir sind Linda. Alle da. Andrea, die Klasse ist auch da. Vollzählig. Einmal durchzählen. Ich freue mich. Heute haben wir Jacken mitgetauscht. Bisschen Outfit, Fitwechsel. Ja, guten Morgen. Also, es ist schon ein bisschen kalt und frisch, aber wir halten es aus. Also man gewöhnt sich da voll dran. Also, morgens ist es immer kälter und dann gewöhnt man sich dran. Ja. Oh, voll cool. Voll schön. Und hier sind wir jetzt. Expectation. Hey, geil. Geil. Guten Morgen. Thank you. Oh, yes. Belinda hat eine heiße Schokolade bestellt. Ah! Diese Leute bei uns nehmen so geiles Essen. Wir freuen uns. Geiler Start in den Tag. Vor allem das Gute in Amerika ist halt immer, du hast halt morgens auch schon richtig Hunger und kannst halt so Mashed Potatoes halt essen. Schaut mal, ist so geil, wenn man das hier aufschneidet, es läuft raus. Lecker, lecker. So, wir haben jetzt hier noch die Reste vom Weihnachtsmarkt, aber es sieht schon irgendwie cool aus, also vor allem das Haus. Wie geil, so ein riesiges. Und wir sind happy und voll gegessen, oder? Wer ist nicht voll hier? Ja, 3 Kilo schwer war. Schatz, bist du auch voll? Ja. Was auch genügend? Ja. Es war lecker. So schön. Alter, ist die Aussicht heftig. Ja, deswegen sind wir ja hier hoch. Wir fahren jetzt auf den Berg Mont Royal von Montreal hoch. Ja, da war ich schon mal oben und es ist voll schön da. Und heute bin ich der Fahrer. Hallo. Andrea, weißt du noch, wo ich Mäuse gefangen habe? Ja. Das ist ein Mini-Eichhörnchen. Ja. Ja, was willst du mir sagen? Okay. Ja, wir müssen, glaube ich, noch hoch auf den höchsten Punkt. So, also erster Stopp heute Mont Royal hier in Montreal oder zweiter Stopp nach unserem Frühstück. Ja, und hier ist alles voller Schnee, voll krass, voller Schnee, voll schön. Ey, Nika. Wow, hier ist eine richtige Eichhörnchenversammlung. Das sind 3 Eichhörnchen. Ja, da oben gibt es irgendwie so eine Vogelfütterstation. Ja, die freuen sich. Ja, und da im Gebüsch ist noch eins. Ja, im Gebüsch sitzt noch eins. Ja, 2. Okay, jetzt habe ich noch was ganz Krasses gesehen. Oh Mann, schade. Der Specht hat gerade komplett alles kaputt gemacht. Schade, dass ich es nicht drauf habe. Da, da, da. Das hier ist jetzt hier die Plattform und die Aussicht von Mont Royal. Wow. Und hier sind so viele, die joggen. Und wir sind fast alleine. Ja, Schatz, du mit deinen Schuhen, gell? Hallo. Ja, doch, die meisten, die jetzt für sich sind. Wow. Ich fühle mich wie in New York gerade. Wir laufen jetzt hier zurück. Ist doch voll schön. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, oder? Ja. Das war dein Highlight, hast du gesagt. Ja, 15 Uhr. Boah. Okay, jetzt geht's weiter. Wir fahren jetzt 1:20 und gehen jetzt in so ein Wildpark-Reservoir, wo man mit dem Auto durchfährt. Schauen wir mal. Aber ich finde es so cool, dass wir ein Auto dabei haben und dass ihr einfach dabei seid. Schön, dass ihr mitkommen dürft. Ja, Niklas, freust du dich auch? Ja. Ja. Und so cool mit Auto auch. Ich habe ja nie ein Auto sonst im Ausland. Das ist einfach schön. Ja. Man ist so unabhängig, so als ob man hier wohnt. Richtig geil. Und voll lustig, hier gibt es einen Radiosender, von denen wir die Kreuzfahrt gemacht haben. Voll crazy, von Virgin Voyage. Ja.
Montebello, Mont Tremblant und Park Omega heißt es, wo wir hingehen. Hey, krass, das ist der Park Omega. Schauen wir mal. Cool. Ja, da ist echt ganz schön viel los. Boah, obwohl wir so pünkt, also früh sind. Also das heißt früh, aber eine Stunde nur zu spät. Ich bin gespannt, wir haben jetzt hier so ein Audio-Guide und Radio. Ist doch cool! Boah, der fährt gegen das Auto, Alter. In 1989, wir haben jetzt hier eine Karte bekommen, wir müssen es auch rausfinden. Also wir glauben eigentlich, man fährt hier mit dem Auto durch, aber es kann auch sein, dass man hier läuft. Ist auf der Rückseite noch was? Oh, da ist ja noch richtig riesig. Da sind wir rein. Was hast du für ein Schild bekommen? Was ist das? Please follow the safety instruction. You are visiting the park at your own risk. Du sollst nicht die Tür aufmachen, oder? Und nicht das Tier so direkt füttern, eine Karotte. Keep your windows half closed. Nein, wir sollen nur dieses Dings nicht füttern. Ja, genau, Bären darf man auch nicht, haben wir schon gehört. Ja, und hier kommt man rein und ja, dann schauen wir uns das mal alles an und fahren das mal alles ab. Ich glaube, das fährt man ab. So. Und das andere kann man laufen. Ja, wir holen jetzt erstmal Snacks, müssen wir kaufen für die Tiere. Wahrscheinlich kostet das auch $10 eine Packung. Oh, cool, Park Omega. Sag mal, was wir gerade gekauft haben. Carrots. Ich habe Hunger. Für die Tiere. Carrots, eine Packung für, zeig nochmal die Packung. Also beide $8. Ich denke, die sind offen. Richtig krass, wie viele Autos da, also wie viel hier los ist. Und vor allem so krass, dass wir alle hier mit unseren Autos durchfahren. Billy. Voll süß, ja, aber da geht es bestimmt nicht mehr vorwärts, weil die füttern jetzt alle das Tier. Da vorne, ich drehe durch. Voll cool. Billy, Niklas, ja. Müssen wir eins füttern? Ja, dich füttern. Wir stehen hier und hier sind schon voll viele Tiere, wir kommen einfach nicht vorwärts, weil die Autos halt nicht fahren. Voll spannend, aber ich bin voll gespannt, die sind voll riesig, die, was sind das, Rehe, Rentiere, Elche? Wo siehst du denn einen? Bei mir auf der Seite. Oh, ich sehe keinen. Und die heben schon die Karotten raus. Ich heb auch raus. Mach mein, gar nicht das da auf. Nachher tut er seine Rübe da drauf. Guck mal, voll geil, wie das eine Auto auf die Karotte rausstreckt. Boah, so krass. Ich muss hier rausfilmen, das sind riesig, die Tiere. Das ist ja wie Kühe irgendwie. Süß. Die voll krass. Boah, so krass. Ich strecke auch schon meine Karotte raus. Und da oben, ist, da liegen so viele Tiere. Komm zu uns, komm. Das ist spannend. Ah, Niklas, wie cool. Lauf, weiter, fahr weiter. Alter. Die Fenster auch nicht ganz runter. Ja. Auf, Schatz, das Fenster. Hallo. Mach's ein bisschen weiter auf, Schatz. Mach das auf. Hast du Angst davor? Komm zu mir. Oh, ein Wildschwein. Ich sehe ein Wildschwein im Spiegel. Hallo. Wo ist das Wildschwein? Oh, ich sehe es gar nicht. Hallo. Hallo. Hallo, das sind so viele. Ich kann dir Schatz, nichts gib was. Komm, gib was. Doch, bestimmt. Voll süß. Okay, jetzt fahren wir weiter. Streck deinen Kopf bei mir rein. Ja, Billy, alles gut bei dir? Hi. Ja, aber ich will ihm nicht so viel ich hab nichts. Ja, ohne das ganze ist nicht mehr viel. Wir haben nicht so viel Karotten. Da unten ist so ein kleines, süßes. Hallo. Voll krass. Ich geh mal weg. Krass. Sind das jetzt Rentiere oder wie? Ja, ich glaube. Achtung. Ja, ich fahre schon langsam. Das Wildschwein ist das Süßeste, das frisst die Karotte vom Boden. Hallo. Mausi. Oh ja, da kommt wieder jemand vorbei. Hallo. Okay, sie will zu dir, Bailey. Ich bin voll geschockt. Oh. Voll krass, die gucken hier echt zum Fenster Baby. Überall rein. Ja, ein Baby. Ich will das Baby füttern. Ah, jetzt kommen Wildschweine, voll cool. Wildschweine, kommt zu uns. Ey, das ist so krass, die lieben das Essen. Nick, hast du schon voll viele Flecken an deiner Scheibe? Und ich frag mich, oder das Wildschwein, ich frag mich, Niklas, warum dein Fenster zu ist. Sag's mir mal, warum ist das Fenster zu? Nein, weil du nicht willst, dass ich bei dir reingucken. Es ist kalt. Es zieht dann auf. Oh, da kommen schon wieder voll die Nächsten. Ich habe jetzt schon nur noch solche Stückchen gemacht. So süß. So, jetzt habe ich Selfie-Kamera, Beli. Jetzt kann ich richtig gut füttern. Ja. Hier bei mir gibt's was.
Du musst aber deinen Kopf reinstrecken. Komm her, hier. Kein Kopf hat er. Hey, ich muss dich filmen. Hallo? Hallo, Beli? Hallo. Wollte er von dir was? Hier, jetzt gib ihm was. Er will das nicht. Also, krass. Hallo. Bei Niklas, die wollen unbedingt bei Niklas die ganze Zeit rein. Ja, jetzt fahr mal weiter. Ja, ich fahr. Ja, ich trau mich hier nicht zu fahren, weil ich Angst hab, dass ich hier die überfahre. Achtung, das Wildschwein. Ja. Hallo. Ja, warte, ich muss drehen. Da kommen Wildschwein. Wildschwein! Warum rennt denn das so? Ich weiß, Wildschwein sind echt gefährlich. So, Niklas, die wollen das Wild zu dir wieder mal. Gott, ich will es nicht überfahren. Das ist wie eine Shakira. Das wird für Shakira hier drauf. Weil alle sich um die kümmern würden und essen. Ja, und essen geben die ganze Zeit. Aber oh, da unten ist schon ein kleines Ferkelchen. Die essen nur noch. Oh, zwei kleine Ferkelchen. Drei. Hallo, Karotte! Ah, da hinten sind noch mehr. Da unten ist auch noch ein kleines. Voll cool. Ja, ich wollte das auf der Kamera haben. Voll viele, aber die haben irgendwie keinen Hunger. Schatz, fahren wir jetzt einfach den Autos hinterher oder wie machen wir es? Ja. Okay. Cool, Quad. Ich weiß oh gar nicht, wow, hier ist ein Hirsch, voll schön. Hallo Hirsch, Billa, willst du dem auch was werfen? Du siehst hübsch aus. Das ist so krass, die sind so, die haben so Hunger. Hier auf den Kopf rein. Ja, die versuchen richtig. Da kommt jetzt ein Quad, oder? Den Wärter, das möchten die nicht. Lieber noch mehr Karotten. Können wir noch Karotten haben? Hallo, Karotten. Ja, ist schon auch stressig. Die müssen jetzt schon, dass ja. Die Leute fahren und so. Echt krass. Und die, oh, jetzt kommen Hirsche. Krass, und die kommen auch an die Autos. Okay, also der Hirsch ist krass. Krass. In die Klasse kommt. Ja. Ich fühle mich voll beobachtet. Denkst, schau mal, die tun extra drei hinheben. Die müssen so Mini-Karotten, ne? Oh. Oh nein. Niklas, er kommt zu dir. Uiuiui. Ui. Hallo. Hallo, nochmal eins. Belinda? Oh ja, Baby. So, Schatz, kannst du es auch noch von mir geben? Kannst du ihm noch das Stück geben? Hier. Hallo. Machen wir jetzt ein Fenster, es ist ein bisschen kalt. Nein, da vorne kommt schon wieder die nächsten Tiere. Ja, dann kannst du nur runter machen. Wir haben gerade 8 von 20. Wir haben jetzt Punkt 8 von 20 und wir haben schon fast alle Karotten verfüttert. Ja, wenn wir noch so, wie viel haben wir noch? Also eines noch mit Nickers Tüte, das noch und du hast noch 2, Beli. Ja, 2, also 3. Ja, jetzt kommen Bisons anscheinend. Und hier rennt ein Wildschwein an uns vorbei. Sieht man das? Meine Lieben, eine ganz kurze Unterbrechung von dem Video, weil es uns zu lang geworden wäre. Ich hoffe, der erste Teil hat euch gefallen und drückt euch unbedingt in den zweiten Teil und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss!